Du hast auch, so wie diese Kreuzung hier, extreme Probleme mit dem Verkehr in deiner Stadt? Dann bleib dran, denn ich zeig dir, wie du diese lösen kannst. Soddle, und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen City Skylines Tutorial über eine Mod, die sehr unscheinbar ist. Hier oben sieht man es schon, aber sehr, sehr mächtig. Meiner Meinung nach eine der besten Mods überhaupt, nämlich Traffic Manager President Edition. Wie der Name schon sagt, Traffic Manager. Das heißt, wir können hiermit den Verkehr regeln. Wir werden die Buttons jetzt Schritt für Schritt durchgehen, so dass ich euch zeigen kann, was die alle bewirken. Wenn eine Kreuzung so wie hier aussieht oder der gesamte Verkehr einfach nur Chaos ist, ist diese Mod wirklich Gold wert. Die hat 2, 4, 6, 8, 10, 12 Funktionen. Einige sind selbsterklärend, ja. Andere muss man wieder ein bisschen genauer erklären. Fangen wir einfach mal hier oben an. Da sieht man schon, Ampeln setzen. Wenn wir hier draufklicken, wird der Button blau. Heißt, wir haben ihn ausgewählt. Jetzt sehen wir schon, wir haben hier so ein Node von der Kreuzung. Heißt, im Endeffekt das, was dort steht. Ampeln setzen. Klicke ich jetzt, setzen wir hier Ampeln. Wollen wir das nicht haben, genauso können wir damit auch Ampeln löschen. Klicken wir nochmal, sind die Ampeln wieder weg. Das ist der erste Button. Ist jetzt nichts Weltbewegendes Neues. Das gibt es ja auch schon in-game selbst vom Spiel her. Aber hier ist es nochmal bündig alles beisammen. Was haben wir als nächstes hier? Manuelle Ampeln. Können wir auch hingehen. Auch hier wieder der Node. Sieht man schon, dann ploppt dir so ein schönes Fenster auf. Jetzt ist alles rot. Jetzt kannst du wirklich, wenn du Langeweile hast und hier an einer Kreuzung stehst, kannst du manuell die Ampeln steuern. Sagen wir mal hier hin. Die sollen jetzt grün haben. Guck, schon fahren sie alle. Ihr dürft fahren, ihr müsst warten. Sagen wir mal hier rot, grün. Bitteschön. Waren die. Die stehen wieder. Sagen wir, hier sind genug gefahren. Rot, grün. Hier, ihr dürft auch noch grün haben. Und schon ist das Chaos wieder perfekt. Das ist halt manuelle Ampeln. Nur dran denken, die bleiben, dann stehen die manuellen Ampeln. Sollte man wieder wegmachen, wenn man es nur mal zu Testzwecken so wie jetzt zeigen möchte. Was ist das nächste hier? Richtungspfeile. Auch hier haben wir wieder den Button, beziehungsweise hier sieht man schon, da wird die Straße selber ausgewählt. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, erscheinen Fahrspuren. Jetzt sieht man schon schön. Nehmen wir mal die Mitte hier, Fahrspur 2. Da sieht man, links abbiegen dürfen sie, geradeaus fahren dürfen sie nicht. Geht logischerweise nicht, weil hier keine Straße ist. Rechts abbiegen dürfen sie auch. Das sieht man schön hier. 1, 2, 3. Man sieht hier die Pfeile. 1, 2, 3. Links dürfen sie nur links abbiegen. Rechts nur rechts abbiegen. Mitte, links und rechts. Kann man jetzt auch einstellen, wie man möchte. Wenn ich jetzt in der mittleren Fahrspur hingehe und sage, ich mache den rechten Pfeil rot, dann dürfen hier auf beiden Spuren nur links abbiegen. Machen wir ihn an, ist er wieder da, nach rechts. Also, somit kannst du auch die Richtung bestimmen, in die die Autos fahren sollen. Was ist der nächste Button? Fahrspurverbinder. Der ist meiner Meinung nach noch wichtiger als gerade hier der... Als die Richtungspfeile, meiner Meinung nach, braucht man die Richtungspfeile dann eigentlich gar nicht. Aber gucken wir mal, der Fahrspurverbinder macht folgendes. Auch hier haben wir wieder unsere Node von der Kreuzung. Und jetzt sehen wir schon, wenn wir draufklicken, liegen wir überall so bunte Punkte. Was bewirken die? Jetzt können wir den einen Punkt anklicken und sehen schon, wir kriegen hier so eine Linie. Kann man da dran gehen? Könnte man auch. Können wir mal machen, einfach so zum Blödsinn, verbinden wir die hiermit. Jetzt sehen wir schon, die drehen hier alle. Das heißt, alle Punkte, die wir hiermit verbinden dann, dort dürfen die Leute hinfahren. Somit könnte man zum Beispiel auch hier sagen, die nur links fahren dürfen, die können dann auch hier rechts fahren. Sehen wir, gibt zwei Pfeile. Oder hier hinfahren und hier hinfahren. Also du kannst sie verbinden, wie du möchtest. Und das Schöne daran ist, das zwingt die Fahrzeuge, auf diese Spur zu fahren. Das heißt, die können nur auf die Spuren fahren, die hier miteinander verbunden sind. Sind die nicht verbunden, fahren sie nicht drauf. Somit kann man natürlich auch genau festlegen, wo die Autos langfahren sollen, ohne dass sie irgendwo anders hinfahren oder hier über Kreuz fahren und so weiter und nur Unfug verursachen. Nächster Punkt, Despawn ausschalten. Das kennt jeder, wenn hier alles steht, irgendwann nach einer gewissen Zeit geht's bupp, bupp, verschwindet mal hier ein Auto, da ein Auto, weil es einfach zu viel wird von der Game-Mechanik her. Den kann man hiermit ausschalten, wenn man es ganz genau haben möchte und wirklich ultra realistisch spielen möchte. So, nächstes Verkehr löschen ist eigentlich auch selbstsagend. Wenn bei dir nichts mehr geht und alles steht, kannst du einfach hier draufklicken. Er fragt dich vorher, Verkehr wirklich löschen? Wir machen mal ja und wir sehen, es ist kein Verkehr mehr da. Das heißt, was macht er hier?
er löscht wirklich jedes Auto in der Stadt und alles spawnt neu und legt von vorne los. So kann man natürlich erstmal die Verstopfungen loswerden, um zu testen und zu gucken, ob das Ganze, was man da gebaut hat mit den Buttons hier vorher, auch gut funktioniert. Würde ich aber nur im Notfall machen. So, das war die erste Reihe. Fangen wir mit der zweiten an. Hier unten links Vorfahrtsschilder. Sollte eigentlich auch selbstredend sein für jeden, der einen Führerschein hat. Auch hier wieder der Button. Wir sehen es schon, wir haben hier Kreise. Das können wir einfach machen. Hier Vorfahrt, Vorfahrt achten, Stopp. So kann man das einstellen. Das heißt, wir würden jetzt sagen, hier Vorfahrt gewähren, Vorfahrt. Das heißt, die hier haben immer den Vorzug vor der Straße. Wie im normalen Straßenverkehr. Klicken wir auf die Mülltonne, haben wir alles wieder gelöscht. Ganz easy. Und super einfach. Was haben wir hier jetzt als nächstes? Zeitgesteuerte Ampeln. Das ist ein Punkt, der ein bisschen länger ist. Jetzt können wir das hier anklicken und können hier zeitgesteuerte Ampeln einrichten. Das heißt, man kann hier wirklich Ampeln einrichten, die von mir aus sagen, 60 Sekunden lang ist hier grün, danach wird die rot und hier wird grün. 30 Sekunden lang und so weiter. So kann man das wirklich Stück für Stück einstellen. Mehr sage ich dazu nicht, denn dazu haben wir schon ein eigenes Video. Das habe ich dir jetzt in der Ecke hier verlinkt, wo das i kommt und auch unten in den Kommentaren oben angepinnt. Wenn dich das interessiert, klick einfach mal drauf, guck dir das Video an. Als nächstes haben wir Kreuzungsbeschränkungen. Da sehen wir schon, grün, sie dürfen hier wenden. Können wir auch hier draufklicken. Absoluter Blödsinn, das ist jetzt an, weil wir es eben mit den Linien hier verbunden haben. Ne? Hier auch. Schön, dürfen so um die Ecke fahren. Wir können jetzt hier sogar Fußgängern verbieten, über die Straße zu gehen. Hier schließen sie auf, das heißt, ist eine Lücke dazwischen. Bleiben sie normal immer vorher stehen. Sieht man hier jetzt nicht so gut. Vielleicht haben wir irgendwo eine Kreuzung, wo wir das sehen. Gehen wir mal weg hier. Lassen wir das alles mal, wie es ist. So, weg, weg, weg. Gucken wir mal gerade, ob wir irgendwo eine Kreuzung finden, wo wir das gut sehen. Zum Beispiel, ich glaube hier unten bei meiner Chaos-Kreuzung, hier hat man das gut gesehen. So, hier sieht man das gut. Hier haben wir das nämlich auch eingestellt. Normal fahren die immer bis an die Kreuzung. Wir gehen mal hier rein. Hier ist es nämlich eingestellt. Ja, guck, hier ist grün. Normal bleiben die hier am Zebrastreifen stehen und fahren nicht hier drüber, sondern warten, bis hier das eine Auto weg ist. Und dann fährt ein Auto und ein Auto. So stehen die alle hier. Genauso den Spurwechsel kann man aus- und einschalten. Und halt, wie gesagt, hier für die Fußgänger. Das war der Button. Die nächste Geschwindigkeitsbeschränkung ist eigentlich auch selbsterklärend. Wenn du draufklickst, siehst du überall hier so Buttons mit den Geschwindigkeiten, die sie hier maximal fahren dürfen. Wir könnten jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, hier darfst du 100 fahren. Klicken drauf, dürften sie hier 100 fahren. Machst du unbeschränkt, können sie unbeschränkt fahren. So kannst du das halt einstellen, wie du möchtest von der Geschwindigkeit her. Auch individuell. Als nächstes kommt Fahrzeugbeschränkung. Der ist auch wieder interessant. Können wir zum Beispiel sagen, so, wir gehen hier hin, sagen, diese Brücke, die ist total verstaut. Nehmen wir dieses Segment hier, klicken drauf und dann sehen wir schon, alle Fahrzeuge, die es gibt, also PKW, Busse, Taxis, LKWs, Müllfahrzeuge und halt Rettungsfahrzeuge. Alle sind aufgeführt auf allen Spuren. Jetzt sagen wir, oder sagen wir mal, wir möchten nicht, dass LKWs hier drüber fahren. Gehen wir hin, machen das hier rot. Und schon dürfen hier keine LKWs mehr fahren. Das heißt, die suchen sich dann eine andere Route und auf der Straße hier fahren keine LKWs mehr. So kannst du halt diejenigen Fahrzeuge, die du nicht auf dieser Strecke haben möchtest, wunderbar aussperren. Haben wir zum Beispiel hier unten gemacht, hier an der Straße, weil ich nicht wollte, dass die ganzen LKWs hier durchs Wohngebiet fahren. Die fahren jetzt alle hier außen rum. Kann man super machen. Es reicht dann auch, dass du hier unten, siehst du hier, die LKWs bannst und dann da oben bannst. Musst halt nur gucken, dass du, wenn du zum Beispiel wie hier einen neuen Eingang baust, dass du das dann da auch sperrst. So, der letzte, Parkverbote, ist auch selbsterklärend. Man sieht es hier, überall schön parken die Autos am Rand, so wie hier, ja. Und nerven einfach nur. Ich zum Beispiel finde das überhaupt nicht schön. Dafür baue ich immer eigene Parkplätze. Was bewirkt der Button jetzt? Ganz easy, wir drücken einfach hier drauf. Wir sehen es, hier stehen die Autos. Wir drücken hier drauf, verbieten ihnen das Parken hier. Schwupp, sind die Autos weg. Stehen sie schon hier auf dem Parkplatz. Oder halt auf dem Parkplatz, den du gebaut hast, oder auf dem nächsten. Wir können das immer fortführen hier. Alles bannen. Man sieht das hier. Überall wird der Parkplatz voll. Sie dürfen hier nicht stehen. Dann parken sie hier unten. Dann ist hier zu viel. Dann parken sie hier und so weiter. Also damit kann man das Parken in bestimmten Gebieten verbieten. Und das waren alle Funktionen des Traffic Manager President Edition. Wie ich finde, sehr, sehr mächtiges Tool und eine der besten Mods überhaupt, meiner Meinung nach. Wie ich schon am Anfang gesagt habe.
Wenn du noch andere Mods hast, zu denen du Erklärungen haben möchtest, dann hau sie einfach in die Kommentare. Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da. Falls noch nicht geschehen, abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial oder vielleicht im Let's Play. Euer Ede.